Guten Morgen, Wolfgang Tremmel vom D-Kicks, hallo. ja, was machen wir, was haben wir gemacht? Uns gibt es 20 Jahre. Also ich erinnere mich 1995, ich arbeitete damals bei einem Provider namens X-Link, so als kleiner Netzwerkschrauber. Da hat mich mein Chef, damals Arnold Nipper, mit einem Cisco 2514 war das, glaube ich, der mit den zwei Ethernet-Interfaces die Pizzaschachtel nach Frankfurt geschickt hat, gesagt, schraub das mal da ins Rack und schließ das mal da an den Switch an. Das ist jetzt der D-Kicks, wo wir da uns anschließen. Und so lange ist das schon her. Also da war der D-Kicks bestand damals aus einem, meines Erinnerung nach, einem Cisco-Switch, so mit 10 und 100 Megabit-Ports. Die Cisco 2514 hatte meines Wissens 10 Megabit-Ports. Das war so der erste Anschluss. Und war das nicht eine 10.500, die wir damals gehabt haben? Nee, also der Switch war bestimmt ein 25er-Serie. Das weiß ich noch ziemlich genau. Was ist also unser Router. Was es als Switch gab, das weiß ich nicht mehr. Kann sein. Aber also beim Router bin ich mir ziemlich sicher, das war so eine flache Pizzaschachtel von Cisco. Und ja, und jetzt haben wir 20 Jahre später aktueller Traffic in Frankfurt, knapp unter 5 Terabit und D-Kicks hat 9 Exchange am Laufen. Wir hatten ein Kundenevent vor 2 Wochen, da gab es einen Kuchen. War ein schöner Event gewesen mit jeder Menge Party dabei und auch einigen interessanten Vorträgen. Was hat sie denn da jetzt gebastelt? Das ist der Arnold früher, so sieht er heute aus. Harald Summer, unser Geschäftsführer. Und last but not least, myself. 1995 an der Uni, wo ich die erste Webcam bewundere und heute. Traffic-Entwicklung. Knapp unter 5 Terabit momentan. Geografische Ausdehnung inzwischen. Wir haben 4 neue Exchanges annonciert. Eigentlich ist das Slide schon etwas alt, weil Marseille, Palermo und Istanbul sind live. Dallas ist noch in der Planung. Warum machen wir das? Wir gucken, dass wir an existierenden Exchanges den Traffic expandieren und wir wollen in neue Regionen gehen, um da das Wachstum auch mitzunehmen. Da wo wir hingegangen sind, es gab entweder noch keinen Exchange oder der Exchange hat nicht funktioniert oder er hat funktioniert, aber war im Tiefschlaf. Allein in New York, dadurch, dass wir aufgetaucht sind, hat dazu geführt, dass der Exchange, den es da vorher schon gab, aus seinem Tiefschlaf wieder erwacht ist. Also es bewegt sich was. In Marseille sieht es so aus, da haben die Kollegen fleißig installiert, da sind wir live. Warum Marseille? Warum überhaupt Marseille? Das kennt doch kein Mensch, aber es gibt da Seekabel. Es gibt da Seekabel aus Afrika, da landen etliche Seekabel an. Wir sind in der Action-Rechenzentrum und Idee dahinter ist, den Traffic aus Afrika nicht in Afrika abzuholen, sondern an der nächsten Stelle in Europa dazu. Ähnliches in Palermo. So sah es aus, als die Kollegen ankamen. Das ist der Petter und der Marian hier, die das aufgebaut haben. 2 Tage später sind sie fertig, alles aufgebaut, angeschlossen und auch hier sind wir live. Hier noch mit 2 von den lokalen Kollegen. Auch in Palermo gibt es Seekabel aus Afrika. Das heißt, auch hier die Idee, den afrikanischen Traffic, die afrikanischen Provider mit Europa an der südlichen Stelle von Europa pieren zu lassen. Istanbul ist noch nicht ganz live, unser Exchange. Wir arbeiten dran. Auch hier der türkische Markt. Es gibt sehr, sehr viele Internet-User in der Türkei. Das sieht man immer wieder, wenn man sich den Traffic von der Türk Telekom am D-Kicks anschaut.
Und wir wollen auch hier, sind an einem, in einem Standort und wollen uns natürlich auch weitere Standorte auch in der Stadt dann noch ausdehnen. Portentwicklung. Gut, brauche ich nicht viel zu sagen. Das 100, das 100 Gig, das neue 10 Gig ist, ist irgendwie jedem klar, der ein Exchange betreibt. Es hat langsam angefangen, aber ziemlich schnell Fahrt aufgenommen. Also 100 Gig ist das, was momentan mit am häufigsten gebucht wird. Und 10 Gig geht zurück. 1 Gig ist komischerweise stagnierend. Das ist so die Einstiegsdroge für die Anfänger. Die Frage ist, das ist wirklich eine echte Frage, muss man 1 Gig physikalisch in Zukunft überhaupt noch anbieten? Oder sagt man, 10 Gig Interfaces hat eh jeder, wer halt nicht so viel Traffic-Kapazität braucht, dem gibt man trotzdem ein 10 Gig Interface und shaped ihn auf 1 Gig runter. Ich weiß nicht, ob was von den Routerpreisen, ob wirklich 1 Gig noch so viel günstiger ist als 10 Gig, dass man sagt, okay, man bietet es weiterhin an, weil das große Problem beim Upgrade, wenn ich von 1 Gig auf 10 Gig gehe, muss ich umstecken. Wenn ich von geshaped auf ungeshaped gehe, reicht ein Softwarekommando. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja, technisch gibt es nicht viel zu sagen. Unsere Alcatel-Lucent-Plattform mit ATVA, optischer Plattform unten drunter, läuft. Diese Woche gab es einen kleineren Schluck auf. Den wir recht schnell gefunden und behoben haben. 500 Gig knapp unten drunter. Wir denken, dass wir vor Weihnachten noch die 5 Terabit-Marke knacken. Spätestens wenn die neuen 4K-Fernseher im Wohnzimmer stehen, werden wir sie garantiert knacken. In New York haben wir 3 neue Sites. Hier stehen die Adressen. Wer in New York präsent ist, kann sich gerne an uns wenden, wenn er sich anschließen möchte. Das war jetzt mein Sales Pitch. Und ansonsten viel Spaß beim DENOC. Und wenn noch Fragen sind, gerne an mich oder an meine Kollegen. Meine Kollegen sind noch länger da. Ich werde mich jetzt wieder ins Office begeben und viel Spaß noch. Fragen? Ja, dann vielen Dank.